Wenige Tage vor Weihnachten hatte Chris Krömer auf Instagram beklagt, Oma geht's gar nicht gut. Jetzt schob der Influencer unter Tränen hinterher. Ich weiß nicht, wie ich das Video am besten starten soll. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen, hier täglich unseren Blödsinn zu machen. Er habe so gerne Zeit mit seiner Oma verbracht. Gestern ist sie für immer in meinen Händen eingeschlafen. Seine Familie sei immer für Oma Lisbeth da gewesen, so Christian. Sie hat sich immer so vorgestellt, bei der Familie zu sein, zu Hause zu sein, nicht im Krankenhaus. Und jetzt ist sie in Engel geboren. An was Oma Lisbeth starb, dazu machte ihr Enkel keine Angaben. Sie wurde 93 Jahre alt. Promis wie Veronika Ferres zeigten Anteilnahme. Die Schauspielerin kommentierte Christians rührenden Post mit den Worten: Ich denke ganz fest an dich. Ganz viel Kraft für dich jetzt und deine Familie. Deiner Omi habe ich viele wunderbare Momente zu verdanken. Sie war eine ganz besonders tolle Frau. Moderatorin Paula Lambert schrieb: Das tut mir sehr leid, lieber Christian. Der Nürnberger und seine Großmutter waren seit rund 4 Jahren gemeinsam auf Instagram und TikTok unterwegs. Angefangen habe das Ganze total spontan, erzählte Christian einst der Recklinghäuser Zeitung. Er habe sich gedacht, es gibt so viele Fashion-Blogs, so viele Beauty-Blogs auf Instagram, warum dann nicht einen Account erstellen, der gute Laune verbreitet? Dann habe ich meine Oma spontan im Sessel aufgenommen. Und das war dann unser erstes Video.